Ist die Tür hier offen? Die ist, glaube ich, geschlossen. Aurelia, dann öffne doch mal bitte die Tür. Kann ich da irgendwo hin? Oder muss ich das mit dem Hebel machen? Wahrscheinlich mit dem Hebel, ne? Ja. Na gut. So, wer ist denn dran? Naurim. Naurim läuft mal hier Aurelia hinterher. Ich hoffe mal, dass hier keine Fallen sind in diesem Bereich. Nur hier vorne sind wahrscheinlich Fallen. So, Dergan. Der hat noch 20. Können wir auch einen Vierer? Nee, das bringt nichts, weil die Tür sowieso zu ist. Ein Kugelblitz lohnt sich jetzt hier in deren Beziehung nicht. 20 bedeutet, ein Dreier von Minictus könnte ihn erledigen. Nein. 7 Lebenspunkte noch. Aha. Da ist eine Falle eingebaut, dachte ich es mir doch. Da haben wir den Vorteil, weil wir sind ja jetzt mit Ziligo verbündet, mehr oder weniger. Der hat noch 7, das heißt, es reicht schon, wenn wir den einfach totschlagen. Mit Ziligo verbündet und er hilft uns, indem er uns die Fallen verraten hat. So erkläre ich mir das, dass die Wachen jetzt in die Fallen reinlaufen und wir nicht. So, Takate. Kommt mal hier vorbei. Da jetzt alle hier unten sind, brauchen wir eigentlich nicht hier oben stehen, oder? Ist da noch ein Gegner? Nein. Es sind eh nur noch 3 übrig und die stehen alle hier unten. Das heißt, auch Aurelia wird mal hier rüberkommen. Und Naurim wird auch hier rüberkommen. So. Der hat 4 Lebenspunkte. Wir schlagen hier einfach mal zu. Das hat sich gelohnt. Der hat noch 12. Dann machen wir mal ein 2er Ignifaxius. Oder machen wir, nee, der da draußen hat noch volle Lebenspunkte, machen wir ein 3er Ignifaxius auf den da draußen. Der hat jetzt auch noch 11. Vielleicht kommt jetzt gleich noch ein Flammenstrahl. Nein. Miskel passt. 18 Trefferpunkte ist wirklich heftig. So. Können wir? Ja, wir können. Wir können hier einen Todesstoß setzen. Über den Stuhl hinweg. Haben den auch erledigt. Sehr schön. Aurelia. Aurelia muss Dergan mal helfen. Aurelia könnte aber auch ein Zorn der Elemente Stufe 1 vielleicht sprechen. Oder eine Hexengalle 3. Wir sprechen hier mal lieber eine Hexengalle. Dadurch haben wir ihn auch umgeworfen. Und das war's. Offenbar jemand, der ungestört bleiben wollte. Hier geht es weiter nach unten. Ah, eine zweite, ein zweiter Kampf. Das ist interessant. Na gut. Was erwartet uns jetzt? Ich fürchte, hier ist niemand mehr am Leben. Suchen wir weiter. Wieder Ghule. Und wir sind ein bisschen verletzt, aber das ist noch nicht der Rede wert. So, diese Ghule, die waren natürlich schon heftig. Da sollten wir clever taktieren. Hier gibt es nichts, was wir benutzen können. Sehr gut. Also, Zurbaran hat ja diesen Zauber, wo wir das absperren können. Das heißt, wir können vielleicht ein Feld absperren, sodass wir nur mit einem Gegner kämpfen müssen. Gleichzeitig. Das heißt, Takate stellt sich mal hier hin. Wo ist denn Zurbaran? Ach, Zurbaran ist erst am Schluss dran nach den Ghulen. Das ist schlecht. Zurbaran bräuchte mehr Initiative. Das müssen wir mal vielleicht mal versuchen hinzubekommen. So, können wir dann hier mal in Zorn der Elemente sprechen? Ja, aber nicht, dass beide getroffen werden. Das ist schade. Eine Raserei auf den da wäre vielleicht auch nicht schlecht. Machen wir das doch mal. Ja, sehr gut. Der Ghoul sollte jetzt seine Freunde hier angreifen. Dann stellt sich Nauri mal dahin und wartet auch. Oder, nee, eigentlich kann er seine Armbrust auspacken und hier schießen. Machen wir das doch mal mit einem meisterhaften Schuss. Das hat sich gelohnt. Der hat nur noch 8 Lebenspunkte und ist noch verletzt. Und die kämpfen hier gegeneinander. Das schaut doch gut aus. Und jetzt ist Zurbaran tatsächlich dran. Und dann werden wir doch mal diesen Fortifex da benutzen. Da ist er. Den einer Fortifex. Hierher. Sodass wir jetzt nur noch einen einfachen Durchgang haben. Ja, und das funktioniert doch. Jetzt können die nämlich nur hintereinander hier ankommen. Das ist doch gar nicht schlecht. So, Dergan wird erstmal sich selber mit dem Dreierbalsam heilen, um die Wunden loszuwerden. Das ist ganz wichtig, weil Wunden blockieren sehr stark im Kampf.
So, ja, das Problem ist, die sind zu weit weg. Ich möchte jetzt aber nicht nach vorne gehen. Deswegen bleiben wir hier stehen und machen nichts. Aber wenn wir nach vorne gehen, haben wir den Vorteil... Oh, da kommen noch mehr Ghule. Von hinten, das ist ja fies. So, wir warten hier wieder, dass der nach vorne kommt. Aurelia könnte ihre Waffe wechseln. Können wir jetzt hier... Warte mal, liegt da einer am Boden? Nein. Das ist der Verzauberte, okay. Nee, das funktioniert nicht. Ich glaube, Aurelia wechselt mal ihre Waffe auf den Bogen, um dann da hinten mal aufzuräumen. Naurim wird auch warten müssen. So, und da kommt einer zu Zurberan, aber das kann Zurberan erledigen mit einem Dreier Knifaxius vielleicht. 24, der hat noch 19, ja. So, jetzt ist unser Feind hier. Und jetzt können wir dort zuschlagen. Okay. Dergan wird mal unserem Zurberan helfen mit einem Dreier Fulminictus. Der hat nur noch 3 Lebenspunkte. Okay, das ist gut. So, jetzt sind wir soweit. Jetzt können wir die hier einzeln bekämpfen. Genauso war es geplant. Der ist jetzt... Ist er schon tot? Ja, ich glaube schon. Das Problem ist, dass Naurim hat immer noch seine Armbrust. Naja, meisterhaften Schuss. Das ist zu nah, ne? Okay, der Fortifex ist jetzt leider wieder erloschen. Und hier kommen noch mehr Feinde. Nochmal einen Todesstoß auf den da hinten. Der weicht aus. So, jetzt ist das Blöde ist jetzt, Aurelia hat jetzt extra die Waffe gewechselt und jetzt ist hier ein Feind aufgetaucht. Mist. Das ist wirklich Mist. So, der Lentner hat nur noch 3 Lebenspunkte. Können wir denn da mal... Warte mal, ich laufe mal hierher. Versuch mal hier hinten einen einfachen Hexenspeichel. Eine einfache Hexengalle. Nee, das geht nicht. Gut, dann vielleicht... ja, das würde gehen, aber das erwischt auch nur die Einzelnen. Nochmal eine Raserei. Nee, das bringt auch nichts. Dann ein Hexengalle 3, aber vielleicht sind die auch gegen Gift immun. Das könnte gut sein. Dann werden wir den vielleicht einfach mal einfrieren. Das ist doch auch nicht schlecht. Nur 2% Chance. Frau Professor? Was macht Aurelia? Waffe wechseln? Können sie natürlich auch. Ja, Aurelia wird mal wieder ihre Waffe wechseln. Blöd. Naurim wird auch die Waffe wechseln. Und dann wird er, glaube ich, warten, weil da wird sicherlich gleich einer... Ja, da kommt auch schon einer. So, die greifen sich da hinten immer noch gegenseitig an. Das ist gut. Zurberan wird jetzt auch mal getroffen. Und vergiftet. Ja, das ist das Problem bei diesen Ghulen. Die vergiften sofort auch. So, der hatte noch 3 Lebenspunkte. Das heißt, ein einfacher Fulminictus soll es doch schon richten. So, dann haben wir nämlich den mal erledigt. Hier stehen sie sich gegenseitig auf der Brücke im Weg. So war das auch gedacht. Dann... Der hat noch 25. Dann machen wir doch mal einen Doppel-Ignifaxus über den Zwerg hinweg. Dann hat er noch 8. Und der Zwerg kann da mit einem Wuchtschlag vielleicht dann schon dafür sorgen, dass der Spuk ein Ende findet. Genau. Das ist super. Da kommt noch einer hoch. Das ist eine ganz schöne Animation eigentlich, wie der hier von ganz unten hochkommt. Da kommen immer mehr hoch. Haben wir da irgendwie die Chance? Nein, wir müssen tatsächlich... Ich schaue gerade, ob wir irgendwie was machen müssen. Da hinten hinlaufen oder sowas. Aber wir müssen die tatsächlich alle bekämpfen. Und das werden wir machen. So, haben wir dann eigentlich den Hexenspeichel 4 schon? Nein. Halt Gifte der Stufe 1. Was hat denn... Wie stark ist denn Takate Stufe 3? Na gut. Wir brauchen definitiv mal den Hexenspeichel 4 bei Aurelia. Das werden wir als nächstes mal angehen. Aber so weit sind wir noch nicht. Tja, jetzt vielleicht. Nee. Das ist nicht gut, hier eine Raserei zu setzen. Ein Kugelblitz. Ein Kugelblitz auf ihn. Wir probieren es mal. Wir hoffen, dass er nicht Takate trifft, der Kugelblitz. Ja, das war doch gar nicht schlecht. 16 Lebenspunkte. Dann kann Takate sich hier mal wehren, damit er nicht von hinten angegriffen wird. Und Naurim
der hat 43, macht hier mal einen Hammerschlag. Ja, die sind echt gut auch in der Verteidigung. Zoberan wird hier drangsaliert, das ist nicht gut. Aha, hier hinten wird gekämpft, das finde ich sehr schön. So, dann vielleicht erst den hier, ja. Wir machen erstmal den platt. Der hat noch 10 Lebenspunkte, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Ja, der hat noch 10 Lebenspunkte. Zurbaran hat nur noch 10 Astralpunkte. Zorn der Elemente Stufe 1. Ja, das geht nicht. Dann machen wir doch lieber einen Ignis Faxius Stufe 1. Stufe 2 wäre natürlich schon wesentlich schöner. Na, dann warten wir doch lieber mal. Eine Runde. Vielleicht ziehen wir uns auch mal zurück. Zuberan ist dort nicht in der guten Position. Und dann warten wir hier mal eine Runde. Dann gehen wir hier mal eins vor. Der hat noch 10, ne? Ah, wir haben keinen Korb, keine Raserei mehr. Das sollten wir ändern, indem wir dem da hinten wieder Raserei verpassen, damit er seine Freunde von hinten angreift. Der hat noch 35 Lebenspunkte. Na gut. Takate versucht mal hier eine Finte und dem ein Ende zu setzen. Ah, ein Lebenspunkt noch. Und dann machen wir hier nochmal einen Hammerschlag. Wer ist der Nächste? Wie geht's denn Naurim? Wo ist denn Naurim? Da, ja, alles noch im grünen Bereich. Das ist wunderbar. So, der ist dann zu uns gekommen. Der hat nur noch einen Lebenspunkt. Der Fiesling hier. So, unsere Zauberer müssen sich ein bisschen regenerieren, deswegen werden wir hier einfach mal zuschlagen. So, jetzt sollte das doch funktionieren mit einem Zweier Ignifaxius. 15. Das ist doch gut, er hat noch 28. Aurelia, geh du mal hier hin und schlag hier mal zu. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Dann Takate eine Finte, um den loszuwerden. Okay, mal schauen, ob da jetzt noch mehr kommen. Ich hoffe es ja nicht. Naurim ist verletzt, das heißt, er braucht demnächst mal... Ich wollte hier einen Befreiungsschlag machen. Ja, super. Haben wir den einen Ghoul auch schon erledigt? Ich hoffe, dass demnächst mal keine neuen Ghule kommen. So, der hat 28. Wie geht's denn Zurbaran? Zurbaran ist ziemlich stark verletzt. Wir müssen ihn jetzt gleich mal heilen. Mit einem Dreier, der kostet 14. Das können wir nächste Runde machen. Da werden wir aber vielleicht zuerst mal Naurim heilen. Damit er wieder, obwohl er hat 47 Lebenspunkte, das sollte kein Problem sein. Wir schlagen einfach mal hier weiter zu. Das schaut gar nicht schlecht aus. Er hat nur noch 15 Lebenspunkte. Aurelia kann hier auch dazukommen. Aurelia könnte eventuell auch heilen. Warte mal, heilen wir hier Wunden? Nein, nur Feuer und Gift. Keine Wunden, keine Wundheilung. So, Aurelia geht mal hierher und wird hier mal mit einer Finte... Oder im gezielten Stich, nein, einer Finte. Zuschlagen. Ein Todesstoß. Auf den Zehner, ja, ein Todesstoß auf den Zehner. Mist. Naurim nochmal einen Befreiungsschlag, das war gerade sehr gut. Perfekt, der hat nur noch einen Lebenspunkt da hinten und der ist da hingefallen oder ist tatsächlich gestorben. Ah, und er hat ihn fertig gemacht, das ist gut. So, jetzt könnten wir Naurim oder Zurbaran, ich glaube Zurbaran braucht es jetzt erstmal dringender, wenn er noch 9 Lebenspunkte hat, die Wunden heilen. Ist denn ein Vierer-Balsam, heilt der auch Gifte? Nein, der heilt kein Gift, okay. So, dann können wir theoretisch jetzt Naurim die Wunden nehmen, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Versuchen wir lieber mal diesen Ghoul hier loszuwerden. Ja, das hat leider nicht geklappt. Aurelia, die kann auch mal zaubern. Vielleicht ein Zorn der Elemente Stufe 1. Oder ein Corpo Frigo nochmal. Wir bringen nochmal ein Corpo Frigo. Der klappt wieder nicht. Takate. Der hat noch 16. Dann machen wir hier mal einen Todesstoß. Dieses Mal klappt das sehr gut. Und dann machen wir hier nochmal einen Befreiungsschlag. Das, die weichen dieses Mal aus. Okay. Ha!
Perfekt. Unser Freund in Anführungszeichen hat hier aufgeräumt. Der hat noch 11 hier. Jetzt hat er noch 8. Aurelia, probier doch nochmal eine Finte hier bitte. Ha, perfekt, Aurelia, das hast du gut gemacht. Takate, bitte einen Todesstoß setzen. Hat auch nur noch einen Lebenspunkt und der ist jetzt entzaubert, das macht aber gar nichts. Ein Wuchtschlag hier nochmal, sehr schön, weil das ist ja eh unser letzter Gegner und den versuchen wir jetzt klein zu kriegen. Die Zauberer müssen jetzt ihre Zauberenergie mal aufsparen, weil ich glaube, da hinten geht es noch weiter. Und unsere Wunden müssten wir theoretisch auch versorgen. Aber das können wir ja dann machen, wenn wir genug Zauberenergie in der nächsten Runde haben. Aurelia, was kannst du denn mal Vernünftiges machen? Eigentlich auch nichts, ne? Wir könnten heilen, aber wir sind eigentlich alle geheilt. Das heißt, wir machen vielleicht trotzdem mal einen Hexenspeichel 2 auf Zumaran, zumindest damit sie jetzt auch regeneriert, Astralpunkte. Weil solange sie voll ist, regeneriert sie natürlich keine Astralpunkte. So, der letzte geht dann noch 21. Ein Hammerschlag. Ha, das war's. Okay. Ja, es wird noch weitergehen, Leute, denke ich. Ah, wieder Heiltrank und Zaubertrank. Langschwert, das können wir alles verkaufen. Wir schleppen Zeug mit uns rum, unglaublich. Ja, dachte ich mir, noch ein dritter Kampf. Aber wir stehen gut da, unsere Zauberer stehen auch gut da. Hier sind zumindest keine... Ah, was ist denn das hier? Eine ganz bestimmte magische Waffe. Die wäre vielleicht was für unseren... Aha, das Ding hinten müssen wir kaputt machen. Aber das ist, glaube ich, dann Runde 2, weil das Tor hier ist auch zu. Die Ghule werden, glaube ich, davon nicht geheilt. Das müssen wir mal gucken. Das wäre dann vielleicht was für unseren Takate, dieser Spieß. Wenn er gut ist. Müssen wir mal gucken. Oh, das sind wieder so Flammenteile. Da müssen wir aufpassen. Ich sehe hier schon so Drauftritt-Dinger. Da ist auch ein... Dieser Hebel wird wahrscheinlich dieses Tor aufmachen. Das Problem ist, wenn wir da drauf treten, wird hier wahrscheinlich Flammen kommen. Na, wir versuchen erstmal hier die Ghule. Oh, das sind auch tote Menschen. Wir versuchen erstmal hier die Ghule auszuschalten. Ja, ihr seht, auch hier unten sind die Skelette nicht mit dabei. Das heißt, die werden wahrscheinlich in der zweiten Runde erst kommen. Aurelia, kannst du denn mal hierher gehen und den Pfeil und Bogen aktivieren? Naurim. Naurim wird gleich mal hier vorgehen und da einen Hammerschlag setzen. Perfekt. Okay, den ersten Ghoul haben wir hinter uns. So, Zurbaran kann hier mal mit einem Dreier Ignifaxius den hier schwächen. Und ja, wir sehen das hier total schlecht. Vielleicht mal ganz von oben. Mit einem Dreier Fulminictus vielleicht sogar schon beenden. Ja. Okay, wir haben nur noch einen Gegner. Das ist gut. Gut regeneriert. 0 Lebenspunkte. Ja, weil sie tot sind. Das heißt, wir müssen die tatsächlich in einer Runde ausschalten. Die Ghule regenerieren auch. Aber das ist nicht so schlimm, wenn wir das schaffen, sie in einer Runde auszuschalten. Können wir hier schießen? Nein. Wir gehen mal hierher und schießen von hier. Ja, das geht. Und zwar mit einem gezielten Schuss. Aurelia wollte auch noch den Meisterschuss lernen. 11 Punkte noch beim Ghul. Dann machen wir hier mal einen Wuchtschlag. Perfekt. Gut, also auch dieser Ghoul wird nicht mehr regenerieren. Unsere Magier stellen sich dann schon mal hier vorne in Position. Aurelia wird da hinten dann hier ziehen an dem Griff. Und dann eventuell sterben durch die Flammen. Wir hoffen es nicht. So, wir stellen uns mal hier ganz vor. Aurelia. Ich glaube, wir gehen mal auf die mittlere Position, zumindest. Ah, okay. Doch, sie ist doch tot. Okay, verdammt. Aber das ist nicht das Problem. Wir kriegen sie schon wieder lebendig. Durch unsere Zauberer. Die Frage ist, ob sie dann nochmal die Flammen auslöst.
glaube nicht, oder? Nein. So, das heißt, wir können hier noch ein Stück nach vorne und warten dann. So, Takate muss jetzt warten, bis Aurelia hier aufmacht. So, Aurelia, bitte mach jetzt auf. Ist das dieses Tor? Ja, das ist das Tor. Jetzt sind die Skelette mit im Kampf. Und die kommen auch schon. Skelette ist aber immun gegen Stichschaden. Das heißt, Takate muss seine Waffe wechseln. Oh, die kommen jetzt aber ganz schön geballt hier. Wir müssen das Ding hier hinten zerschlagen. Nauri. Nauri, mach doch hier bitte mal einen Hammerschlag auf dieses Skelett. Schade. Gut, dann... ja, wir müssten hier drüber können eigentlich. Ein Dreier. Wir müssen hier erstmal den Weg frei kämpfen. Das war gut. Das Problem ist, warte mal, ich sehe hier gar nichts. Ne, wir kommen immer noch nicht durch, weil der da steht. Okay. Den hier müssten wir wegräumen. Ja, den müssen wir wegräumen, dann kommen wir durch. Ich glaube, wir müssen uns hier erstmal zurückziehen. Das macht alles sonst keinen Sinn, weil sonst stehen die hier im Tor und da kommen wir nicht durch. So, braucht jemand Hilfe? Eigentlich nicht. Wir könnten höchstens Takate mal einen Armatrutz verpassen, weil er jetzt gleich von drei Feinden angegriffen wird, oder zumindest von zwei. Takate zieht sich auch mal zurück, damit die Feinde, wie gesagt, aus dem Tor rausgehen. Vielleicht mal hier hoch, das wäre gar nicht schlecht, da kommt vielleicht ein Feind ihm hinterher. Und er wechselt auf den Rondra-Kamm. So, die werden nämlich jetzt wieder geheilt. Das ist das Problem. Ne? Takate wartet. Aurelia. Aurelia läuft mal hierher. Hat sie immer noch Pfeil und Bogen? Ja. Aber das wird nichts nützen. Das heißt, Aurelia wechselt. Weil Pfeil und Bogen nützt die Skelette sicherlich auch nicht. Sehr gut, ein Passierschlag. Und jetzt ist jetzt der Weg frei? Ja, jetzt ist der Weg frei. Genauso habe ich mir das gedacht. Vielleicht läuft Takate, weil Takate hat die meisten Bewegungspunkte. Und dann machen wir hier nochmal einen Hammerschlag auf dieses Skelett. So, Takate. Unser Magier wird erstmal warten, um Astralpunkte zu regenerieren. Und dieser Magier auch, weil das bringt nichts, die Skelette jetzt zu bekämpfen. Sie werden sowieso wieder regeneriert. Wir laufen jetzt einfach mal erstmal dahin und machen dieses Ding hier kaputt. Das machen wir mal zuerst. Und zwar jetzt diese Runde schon. Kristall ist immun gegen magischen Schaden. Eieiei, das heißt, wir müssen wieder unsere Waffe wechseln. So, Aurelia. Aurelia kann jetzt zumindest heilen. Wer braucht denn Unterstützung? Zurbaran braucht vielleicht Unterstützung. So. Sehr gut. Also wir stehen eigentlich ganz gut da. Die Skelette sind auch nicht super gute Kämpfer. Nochmal einen Hammerschlag, bitte. Da ist es sehr schön, Aurim. Die Magier können weiter Astralenergie sammeln. So, Takate. Du musst jetzt erstmal die Waffe wechseln. Die Frage ist, welches dann? Machen wir mal die Beile. Da ist er ja auch gut. Aurelia. Du kannst Naurim verzaubern. Dann gehst du mal hierher, bitte. Kannst mal Naurim... Ja, mal Naurim hier heilen. Naurim hat immer noch eine Wunde, blöderweise. Machen wir nochmal einen Wuchtschlag. Immer wieder dasselbe Skelett. So lange, bis der Kater da hinten das Ding kaputt gemacht hat. So, wir sammeln wieder Zauberenergie. So, Takate, jetzt aber, oder? Komm. 7 immerhin. Ja, schauen wir mal nächste Runde dann. Aurelia, hast du eigentlich auch den... nee, du hast den nicht, ne? Den Armatrutz. Du kannst zumindest vielleicht mal Acceleratus ausprobieren auf Naurim. Ach, jetzt wirkt sie ihn auf sich selber. Naja, gut. Das war so nicht gedacht, aber gut. Da muss man auch aufpassen. Das ist genauso wie der Entgiftungszauber, dass man da zuerst auf die Person klicken muss, die man verzaubern will. Und dann erst auf den Zauber klicken. Ist ein bisschen blöd gemacht, dass das dann auf zwei verschiedene Arten funktioniert, finde ich, aber gut.